Schönen Tag von der Donau. Die Deutschen werden dich fragen, was haben wir heute gefilmt? Heute war der 27. Jahrestag seit dem Fall von Vukovar. Damals wurden alle Verwundeten und Gefangenen hier bei der Ovtcharka ermordet. Und deshalb kommen jedes Jahr am 18.11. über 70.000 Kroaten aus der ganzen Welt hierher, um denen zu gedenken. Wir haben hier hinten noch, man sehe ein Kreuz. Kreuze sehe ich auch in den Läden hier an den Weihnachtsmännern und Nikolausen. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Auch darf man hier frei mit der Landesfahne schwingen. Hinter mir ist der Fluss, die Donau. Auf der gegenüberliegenden Seite ist Serbien. Ich war heute hier wegen der Kandidatur zum Präsidenten und habe 1000 Militärmützen an die Bürger verschenkt. Das waren zwei volle Taschen und ich wollte die Leute beschenken, damit dann hier die Gedenkfeier besser ausfällt. Aber selber bin ich nicht entlanggelaufen zum Friedhof, weil die ganzen Politiker da waren, die eigentlich eine Schande sind für unser Volk, weil es Verräter sind. Und es ist sehr viel Missmut hier unter den wirklichen Veteranen, weil viele herkommen, die eigentlich gar nicht hier sein sollten. Okay, ich habe meinen Beitrag geleistet, meine Mützen verschenkt. In jeder Mütze war mein Werbezettel für die Kandidatur und die Arbeit ist jetzt getan. Man sieht auch, dass alles leer ist. Vor 3 Stunden waren hier etwa 80.000 Menschen und wieder wird Vukovar leer sein, ein Jahr bis zur nächsten Gedenkfeier. Und da sollte man eigentlich auch den Ratschlag geben, dass die Leute auch herkommen, wenn nicht der Jahrestag ist, denn sonst ist dann die Stadt fast tot und es gibt hier sehr viel zu sehen. Ich war vorhin im Museum des Grafen von Elz. Es gibt hier sehr viele Ausgrabungen, man kann hier prima angeln und einen Urlaub machen. Auch kommen die Donau hoch, verschiedene Dampfer und es lohnt sich herzukommen. Wir sind hier an der nordöstlichen Grenze Kroatien, also bei Vukovar. Ich mache Schluss und suche mir meine Mitfahrgelegenheit, denn mein Wagen hätte es bis hier nicht geschafft. Wir müssen jetzt 4 Stunden lang nach Hause fahren, Richtung Westen, an die slowenisch-ungarische Grenze nach Hause. Also Leute, kommt mal auch mal Vukovar besuchen und schaut euch mal hier unsere Geschichte an. Und ihr dürft auch ruhig dann mit den deutschen Fahnen schwingen, wie wir mit hier mit den kroatischen. Da wird keiner was dagegen sagen. Die Leute werden froh sein, dass auch Deutsche hergekommen sind zur Unterstützung.